Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von für zu einer weiteren Folge von Die Polizei ist etwas. Hallo. Na, ich war nicht fertig. Zu einer weiteren Folge Die Polizei ist 2013. Okay. Ich mache hier gerade so wie Schwacke, okay. Ich mache hier gerade Polizeikontrolle. Also Verkehrskontrolle, nicht Polizeikontrolle. Und ich kenne Einsätze. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich seit der ersten Folge so jetzt aussehe, nicht mehr wie richtige Polizisten. Warum da jetzt so ein silberner BMW steht. Also normal. Es war so, zwischen der ersten und der jetzigen Aufnahme habe ich Passanten gefahren. Und ist suspendiert. Oh mein Gott. Person ist unverdächtig. Ein Alkoholtest bitte. 0,0. Okay, Sie können weiter. Komm schon der nächste. Jetzt bitte wegfahren. Die behindern uns hier gerade. Och man, Thomas. Noch ein Ferrari, ich meine schwarz. Wie geht's Ihnen so, Anke Bratsch? Okay, Alkoholtest. Hallo! Johannes Gutenbergstraße. Eine hochrangige Politikerin wurde entführt. Was? Untersuchen Sie den Tatort und lassen Sie die gefundenen Beweise analysieren. Finden Sie die Entführer, nehmen Sie sie fest und befreien Sie das entführte Opfer. Politikerin? Wir machen uns auf den Weg. Nee, wirklich. Oh mein Gott, mein Einsatzwagen ist auch schon fast ganz im Arsch. Und ich muss die Polizeistation und unser Fahrzeug irgendwie wechseln. Oh Mann, jetzt fahre ich noch falsch. Da bin ich in Schleuder gekommen. Leute, sind das Auto fast gebüht. Hallo, Opa. Jetzt durchziehen, ne? Ich komme nicht richtig hinterher, wenn mein Auto fast kaputt ist. Hier, ne? Okay, was war ich schon mal? Bin schon irgendwie falsch. Hat der Handy? Nein. Ist da oben irgendwo. Busch! Oder rennen die? Ich hab grad keinen Plan. Renn doch! Wie geht's? Zeuge einer Entführung. Thomas, kannst du dich bitte beruhigen? Eine Person, diese Person heißt Sebastian Haber. Sie sagt uns, dass der Entführer eine Lösegeldforderung über 10 Millionen Euro hinterlassen hat. Diese Person nennt ihren Namen Hannes Böller. Sie sagt aus, dass ein unbekannter Mann das Opfer verschleppt hat. Okay. Das der erste war viel, viel Erfolge. Tatort untersuchen. Okay, Sie haben Bringen Sie das Beweismittel, das Sie am Tatort gefunden haben, so schnell wie möglich ins forensische Labor. Okay, ich bin zu voll zum Auto zu fahren, als zum Laufen. Soll das Auto zu mir kommen? Yeah. Ist das nicht geil, Leute? Der Auto kommt zu Ihnen. Das ist dasselbe Auto, weil der immer noch so gleich kaputt ist. Okay, jetzt rechts hier. So, du siehst doch hier blinke Föhne, diese Lichterföhne. Und dann müsst ihr irgendwann schlingen, sind wir da, wenn du Autos sehen tust, da BBD. Und dann sitzen da so zwei unmarkierte Polizisten draußen. Unmarkiert so. Man sieht das nicht wirklich. Aussteigen. Ich bin schon gewohnt, F und E und alles Mögliche auszusteigen.
Aber naja, heute spiele ich das Mädchen. Identifikation, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Christian Petri wurde zur letzten Fuß unterwegs in der Stadt gesehen, Wohnort unbekannt. Suchen Sie den Entführer. Nehmen Sie ihn fest und befragen Sie ihn, wo sich das Opfer befindet. Dann suchen Sie das Opfer und befreien es. Das wird heiter. Okay, das Auto lässt mal hier. Ich guck mal, ob ich ein anderes Auto nehmen kann, weil das Auto hält nicht mehr lang und so zu kommen wird jetzt auch nicht mehr so schön. Nope, wir können nur den fahren. Das ist, wenn der am Arsch geht, dann haben wir Arschkarte. Wo ist das überhaupt? Ist das weit weg von uns? Naja, ein bisschen. Ich hoffe, dass das Auto nicht in den Arsch geht. So, jetzt. So. Nein! Ich will keine Suspendierung. Okay, das Auto ist im Arsch. Ach mein Gott. Die Musik macht mir voll Schiss, weil es hier gerade voll dunkel ist und was. Sie wurden verletzt. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt sind sie wieder fit für die Streifendienst. Ja. Ich wollte ja noch sagen, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir haben jetzt Freitag. Bei euch jetzt, bei mir ist immer noch derselbe Tag. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass ich Texthänger Polizei 2013 ist abgestürzt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich wollte sagen, dass ich bei Dingsbums kann ich fortführen, dass ich ja vorproduzieren muss und ich bin dann, also es geht eigentlich nichts um, ich sage das trotzdem, weil ich keine richtigen Themen habe, die ich erzählen kann. Ich bin von Freitag bis Sonntag bei meiner Tante und dann muss ich vorproduzieren, also muss ich, darum sind die Folgen auch kürzer und hektischer, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Hochladen und alles. Guckt mal an! Warte. Nein! Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen. Ja, ich nehme. Wir sind wieder so. Aber wir müssen die Plakate wieder einsammeln. Das heißt, wir sind wieder so wie in der letzten Folge soweit. Das Gute ist, wir haben jetzt. Ah, shit! Wir haben jetzt Dings. Kann ich in den einsteigen? Jedes mögliche Polizeifahrzeug mindestens einmal. Nicht verstanden, was da war. Auf jeden Fall sind wir genauso weit wie in der letzten Folge. Naja, jetzt kann ich wenigstens etwas erzählen, wenn mir irgendwas einfallen tut. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo jedes einzelne Plakat hängt. Und das Ziel muss sich ganz in der Nähe befinden. Nein. Kriegen Sie, das weiß ich doch schon. Okay, das Spiel weiß es nicht, aber ich weiß es schon. Person, hey. Stopp jetzt, die Person ist nicht der gesuchte Vandal, okay. Hey, supi. Ein Täter, bewaffnet. Zurzeit hält sich der Täter noch am Tatort auf. Nehmen Sie ihn fest, bevor jemand zu Schaden kommt oder bevor der Täter fliehen kann. Wenn die mal hier zur Seite kommen könnten. Ja, schauen wir uns das mal an, wenn dieser BMW X5 mal da in Rot wegfahren würde. Das kein Nummernschild? Okay. Warte, wo rennt er hin? Ich hab ihn da irgendwie... Ja, da. Ich will schießen! Das ist doch nur Auerpatrone. Polizeitransporter, bitte kommen. Okay, Raubüberfall. Lauf zum Auto. Nee, warte mal, also muss ich ja links rufen. Fordere Abschleppfahrzeuge an. Genau. Boah, ist das schnell da. Jetzt, zack, zack. Mami. Ah,
Ach, falsche Taste. Ich wollte F2 drücken. Ah, Mama. Boah, das ging grad krass ab. Der Wagen driftet voll. Ich parke immer richtig gut ein. Aber wenigstens haben wir neue Sachen. Ich will immer schießen. Also wir fahren diese neue Mann, die Person hat eh nichts mitzuteilen. Ja, aber nicht, dass es da oben ist. Okay. Gehen wir auch hier hoch. Ach, solange es kein Thema ist. Es ist auf dem Parkplatz dort hinten. Parkplatz! Hier, irgendwo. Ja, da, Raubüberfall kann man da noch stattfinden. Oh! Boah! Lauf! Schieß nochmal. Oberbefehl, Täter festnehmen, anschließend abtransportieren lassen. Ja, so eine Art ist es passiert. Schieß nochmal. Oh. Krankenwagen ist da. Einsatzfahrzeug, ich brauche meinen Pumpen. Wo ist mein Fahrzeug? Da fährt es. Dein Ernst? Ich komme da doch nicht hin, Leute. Lotta. Ja, das Auto hat Vorfahrt, Fangi. Ich renne da jetzt nicht hin, das ist doch nicht viel zu nehmen. Sehr schön, geschafft. Oder auch nicht. So. So. Ein kurzer Cut war es gerade. Weil mein Vater kurz reingekommen ist. Okay, ich will jetzt den Blick ausgeben, so. Okay, ach man. Falsches! So, PDA. Da hat man eine Nummer. Was mit der Auto? Keine Rückkehr. Okay. Okay. Das andere, das schwarze da, das gerade rausgefahren ist. Die Plakate will ich nicht mehr abhängen, das ist schon langweilig. Aufsteigen. Bitte halten Sie umgehend an. So. Okay, Lili Heidel. Neu. Was ist mit dem Bonbon? Okay. Warum steht das Auto denn hier? Ich check das nicht. Aber das ist mir jetzt auch mal, dass ich so mit dieser F3-Taste dann da wo Auto anhalten kann. Achtung, hier spricht die Polizei. Verkehrsunfall, Personenschaden. Ein Passant wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Ja, wir fahren jetzt hierher. Wir machen uns auf den Weg. Achtung, Polizei. Bitte halten. Und dann noch bei der Polizeistation ganz in der Nähe. Ist das hier oder was? Warte. Was ist mit dem los? Das Plakat kann ich direkt abnehmen. Gibst du mir das? Was wollen sie hier? Diese Person ist unschuldig. Also das war jetzt Ausnahmezustand, dass ich das gemacht habe. Mit dem Plakat abheben, abnehmen. Wo denn? Oh, das Auto ist einfach weg. Also der Fahrerflucht begangen. Wetten, Fahrerflucht. Ich bin voll falsch daran vorbeigefahren. Erstmal die Frau. Die Person heißt Miriam Wurst. Miriam Wurst.
Oh mein Gott, das wird der Titel des Let's Plays. Miriam Wurst. Sie sagt aus, dass der Unfallursache Fahrer nicht begangen hat. Also das Kennzeichen seines Wagens. PTDI88. Stoppen Sie das Fahrzeug des Traitors, nehmen Sie ihn fest und transportieren Sie ihn ab. Miriam Wurst. Wie kann man dich so nennen? Oh mein Gott. Okay, der Typ rennt jetzt. Geh mal schneller, Opa. Solange du mir nicht vor die Haube oder an dem Heck vorbeigehst. Vorbeigehst, nicht gerade fahre. Fahr mal zur Seite! Ah! Das war nur wegen dir. Okay. Wie geht das nochmal schön? PTWI88, okay. PTWI88. PTDJ. PTDJ 83. Ja, achso, das war der andere Wagen, den ich da kurz gesehen habe, so im Augen. Ihr wisst schon weg. Okay, der ist dann möglicherweise hier links gefahren. Vielleicht ist es dieser Toyota Prius. PTRH 99. Bitte halten Sie umgehend an. Mal gucken, was bis wenig nachfahren. Yes! Es geschieht nicht so, wie ich das will. Bleib stehen, Mensch! Hier spricht das Gesetz! Wer ist noch der da? Hier spricht das Gesetz. Bleiben Sie umgehend stehen. Ja, gemacht, hab ich nicht verstanden. Einsatzfahrzeug wird benötigt. Ja, Einsatzfahrzeug wird benötigt. Unserer ist der da hinten. Denke ich. Nein, unserer ist der da. Okay. Schnell wieder zum Auto. Ja genau, fahren wir rein. Achtung, Polizei. Abschleppfahrzeug wird benötigt. Okay. So. Ja, du bist auch sonst. Ich dachte schon, der ist interessant umgefahren. Okay, ja, das war's mit dieser Aufnahme von Die Polizei 2013. Aber auf jeden Fall war der... war das mit Miriam Wurst, ey. Das war so geil. Okay, solange wir hier sind, nehme ich mal das Plakat hier weg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Wo ist die Kasse da?